Sehr oft sind wir beim kurzen Spiel sehr mit dem Rückschwung beschäftigt. Und was dann passiert, fällt mir immer auf bei meinen Schülern und bei mir selber, ist, dass man unter Druck vergisst, was man beim Abschwingen und Durchschwingen machen muss. So, diese Übung ist sehr gut, damit du das wichtigste Teil des Schwunges trainierst, und das ist der Abschwung und der Durchschwung. So, folgendes machen. Spiele drei Bälle mit drei verschiedenen Eintreffwinkeln. Ich möchte als erstes einen ganz flachen Eintreffwinkel haben. Ich möchte den Schläger unter den Ball durchführen. So, jetzt mache ich einen gesamten Probeschwung und spüre den Schlag. Jetzt spreche ich den Ball an, hole aus, versuche jetzt schon zu spüren, was ich beim Abschwingen machen möchte. Und jetzt mache ich das. Oh, der kam sehr weich durch. Und da ich jetzt länger über meinen Abschwung und Durchschwung gedacht habe, konnte ich richtig an den Ball schwingen und ich konnte auch meinen Unterkörper richtig rotieren. So, jetzt mache ich den Standard-Pitch oder Chip. Das spüre ich erstmal. Ich komme hier. Ich denke an, wie mein Abschwung und Durchschwung sein muss. Und dann mache ich den Schlag. Und bei diesem Ball möchte ich den Schlag üben, wo ich einen steileren Eintreffwinkel habe. Brauche ich bei schlechteren Lagen. Dann mache ich meinen Probeschwung. Ich spüre, wie die vordere Kante in den Boden geht. Dann hole ich aus, stoppe, spüre, was ich gleich machen werde. Und dann schwinge ich runter und der Schläger bleibt da hängen. Okay, das ist ein sehr guter Weg, den wichtigsten Teil des Kurzspielschwunges zu trainieren. Mach das!